Derre und herzlich willkommen zum nächsten Part von Luffy, oder besser gesagt zum fünften Versuch, weil Fraps sich einfach gerade gedacht hat, nein, ich mach Frame-Einbrüche. Aber jetzt geht's wieder. Und das kann, da kann dieses wunderschöne Spiel ja nichts dafür. Mal kurz auf die Uhr gucken, ah, wir sehen, so viel lange haben wir Zeit. Okay, wunderbar. Wir legen los, wir kloppen diese eine Säule hier runter und kämpfen gegen den alten Knochenmann. Ja, das kenne ich jetzt mehr oder weniger in- und auswendig. Lasst ihn uns verprügeln, liebe Freunde. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Oh, wir haben einen Kraftsaft bekommen. Ist der Kraftsaft das, was ich denke, dass er das ist? Sortieren. Allmächtner, ich könnte mein Zeug mal verkaufen. Alter, was mache ich denn da? Ja, na nee, das wäre ein Kraftschub gewesen. Der Kraftsaft ist, sorgt im Kampf für verbesserte Kraft. Okay, gehen wir weiter. Na, Kollege. Oh, schön sauber gebügelt hast du. Was ist das? Der Hexer. Kommst du aus Salem, mein Freund? Hm, das werden jetzt nicht alle verstehen. Lest ja eigentlich. Also ich bin ja eine absolute Leserate. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich bin Fan von Stephen King. Holbein, und könntest du mal aufhören, alle da zu rufen? Und Rick Riordan hat so Percy Jackson-Reihe und Helden des Olymp grandios. Lesen ist immer was Tolles. Und ich bin ein Level aufgestiegen und Arti auch. Na, dann bügeln wir doch mal den Teppich hier. Hm, wenn es so einfach gehen würde und so schnell gehen würde. Wunderbar, oder? Brauchen wir mal, da braucht man gar nicht das Rätsel lösen, lesen. Ist ja vollkommen klar, was man da machen muss. Ah, Zauber. Günther. Und speichern. Spiel gespeichert. Nun lasset uns antreten. Rachetempel, dritter Stock. Oh, eine Kugel. Ich kann die Kraft spüren. Mistrate, eine Sterbliche. Ich warte sie. Das ist eine Form von Energie, die Energie des Bösen, des absoluten Hasses. Weshalb entlädt sich diese Kraft ausgerechnet hier? Eine Macht der Hölle muss sie in diese Welt gebracht haben. Es könnte sein. Arg! Diese verabwollenswürdigen Sterblichen! Ich kann nicht mehr richtig reden. So, Feuerwelle! Götterschlag! Donnerschlag! Götterschlag ist nicht her, ready. Dann machen wir Nobada! Ey, Phoenix mich hier nicht an, ja? Da haben sie sich ja richtig Mühe gegeben mit dir. Du siehst ja auch gar nicht hingekleckst aus. Nobada! Ins Gesicht! Na, ziehst du was ab? Ja, durchaus macht guten Schaden. Götterschlag? Ja, durchaus macht guten Schaden. Feuerwelle? Ist auch in Ordnung. Könnte relativ schnell gehen, wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle. Donnerschlag! Ja, der ist normal. Ansonsten, jetzt kloppen wir mal einfach alle drauf. Verderbnis. Macht was? Sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus. Mag ich nicht, wenn es schmerzhaft aussieht. Wiese. Wow! Vielleicht mal! Krasses Pferd! Kann man mal mein Flexium gelegt hat. Ich glaube, ich häng. Ja, du greifst weiter an, du hast gute Attacken. Du, warte mal. Haben wir irgendwas Cooles? Heilsirup. Ach ja, das ist ja eh bloß der Übergangsspielstand. Und du auch. Döner? Ja, die Attacke ist Donner, aber Döner passt besser. Britzelspratz, das hat richtig Schaden gemacht. Wupp. Du machst mal einen Heilsirup auf Flexi. Sirup vor allem. Und Flexi ist wieder voll. Du greifst normal an, du machst einen Champignon auf alle? Champignon? Da ist Champignon. Dönerschlag. Und du kannst schon den Götterschlag. Sehr schön. Die gute Verderbnis. Finde ich gar nicht gut, dass du das jetzt nochmal machst. Gar nicht gut. Stirbt wieder einer? Arti? Ja gut, ist aber nicht so schlimm. Der Gegner ist ja mal richtig schwer. Das ist der erste. Na gut, gegen Gardes hat man auch so einige Probleme, aber es geht. Heilsirup. Am anderen Spielstand habe ich ja Valor, also ist es relativ Wurst.
Götterschlag geht noch nicht. Dann schlagen wir mal einfach nochmal Hasstirade. Wartet, er wartet ab. Das kannst du doch nicht reinbringen bei einem richtig guten Endgegner. Das hat es richtig Spaß gemacht und dann kommt er einfach und macht nichts. Mag ich nicht. Und drauf geschmuckt. Wartet schon wieder ab. Danke. Bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Du sahst ein bisschen herausfordernd aus. Du scheinst richtig viel Leben zu haben, mein Freund. Naja, sagte er und schon ist es beendet. Hass, ich fasse sie. Sie ist rein verflucht. Kann diese Energie wieder einen Körper bilden? Nein, sie ist zu sehr geschwächt. Wir sollten ihr Leiden ein Ende bereiten. Wesen aus der Finsternis. Mit heiligem Licht sollt ihr in diesem Detektor gereinigt werden. Haben Sie nun Ihren Frieden? Ich habe getan, was ich konnte. Es hängt von Ihnen ab, ob Sie das heilige Licht annehmen. Das heilige Licht? Ja, von Orphanimon. Wer kennt's nicht? Und wir bekommen den Fluchbogen. Die beste Waffe für Arti. Pass mal auf, ich zeig euch mal, wie gut die ist. Rüstung? Wieso gebe ich die eigentlich keinen... Der Fluchbogen. Da, schaut mal. Ich mache nur noch die Hälfte Angriff und bin verflucht. Ist das nicht geil? Manche Leute werden sich gerade denken, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Aber, ja, ihr werdet dann schon sehen. Ja, das Ninja-Juwel nehmen wir mit. Du setzt doch mal dein Fluchtseil ein. Und wir gehen zurück nach Baleara. Das ging ja eigentlich richtig schnell, der Tempel, ne? Baleara, komm zu mich. Oh mein Gott, das sind Cockatrees. Jetzt schaut mal, was der für Schaden macht. Krass, oder? Wie er sie dann angegriffen hat. Voll cool. Ich finde es cool. Vor allem, wie sich die Leute denken werden, bist du blöd? Verstehe ich nicht. Aber es hat schon seinen Sinn, warum er die Waffe von mir kriegt. Ihr denkt dran, was wir jetzt an... Wir haben Angriff jetzt 208, glaube ich. Ja, nee, 223. Ihr werdet dann schon sehen. Ihr werdet dann schon sehen, das hört sich so an. Ja, ihr Unwissenden! Lebenssaft, erfreulich. Komm her, Baleara. Passt auf, wir gehen... Nein, Iris, mit dir möchte ich noch nicht sprechen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich mit dir noch nicht sprechen will. Yep. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal zwei neue Kapselmonster. Wir gehen... Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, klar, in die Kirche. Ich möchte ein bisschen beten. Ihr wisst ja, ich bin ganz religiös und deswegen... Was kann ich für dich tun? Wir machen heilen. Arti ist kuriert. Und jetzt passt auf, liebe Freunde. Arteas Bogen. Angriff 523. Und ich kann euch eine schöne Sache zeigen, weil ich möchte jetzt Iris, mit dir möchte ich noch nicht sprechen, habe ich gesagt. Meine Fresse, hört mal zu. Kruzifix. Aber, na, speichern tue ich jetzt mal noch nicht, falls das jetzt ihr Problem, ne? Grün-Gelb. Und zwar schwingen wir uns auf unser Schiffchen. Ne, wir warpen uns jetzt erst einmal. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier gucken, wegen Dingens. Ich möchte die Zauber noch haben. Ja, pass mal auf. Er greift alle Gegner gleichzeitig an. Ist es nicht schön, liebe Freunde? Doch ist es. Es war richtig schön. Plopp. Ach, macht es Spaß, gut als Spiel wieder zu spielen. Aber ich möchte mal gucken, ob hier ein Zauberladen ist, weil ich nämlich Valo haben möchte. Wenn nicht, dann gucke ich nochmal auf Portravia. Nee, ein Zauberladen ist hier nicht. Dann gucke ich jetzt nochmal nach Portravia. Du kannst ein bisschen rumwarben. Oder erstmal nach Elfenhain, oder? Elfenhain gab es auch ein paar gute. Wusch. Elfenhain. Was? Arti, wo ist meine Mutter? Haben wir doch gar nicht, Tut mir leid, ich konnte sie nicht retten. Ich... Vergib mir bitte, ich habe versagt. Arti, Drecksack. Duplo, bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Arti? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt.
Dann war ihr Tod also nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen. Oh. Armes kleines Mädchen. Sind alle Elfen so emotional stark? Das war für sie nicht einfach. Ob Mensch oder Elf, die Trauer bleibt gleich. Kann ich mir durchaus vorstellen. Entschuldigung, dass wir dir noch nicht Bescheid gesagt hatten. Aber jetzt weißt es ja. Hier war doch irgendwo ein Zauberladen. Hallo, Zauberladen. Na, da. Sehr schön. Zauber... Gehst du jetzt mal rein? Diese Frau, der scheint mit Zaubern umgehen zu können. Richtig. Nobody kann... Ja, wo war denn Valua? Bin ich jetzt bekloppt? Guck mal nochmal. Zauber, Portavia. In Portavia? Ja, ich bin auf Beat, ich weiß. Mit Absinth. Mit Absicht. Hier irgendwas? Nee. Ich will meine Zauber haben, wa? Hier irgendwas? Nee. Sonst bin ich beleidigt. Ich schwör's euch. Shop. Ist hier vielleicht ein Zauberladen im Shop? Ja. Jawohl! Zauber. Na, wunderbar. Donnerdrache und Valua 1 und Valua 2. Sehr schön. Jetzt können wir wieder wunderschön wiederbeleben. Und jetzt ist das alles auch einfacher für uns. Oh, meine Zeit. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich wollte. Wir gehen jetzt erstmal schnell mal nach Pandoria zurück. Pandoria? Weil hier nämlich... Ja, super. Egal. Flop. Ihr seid gleich hin. Ich sag, ihr seid gleich hin. Ja, also wenn ich mir den Schaden so ansehe. Durchaus. Tschüssikowski. Schön, dass ihr euch getroffen habt. ja. Pass auf, wir gehen jetzt hier runter. Und hier drüben... Nicht, oder? Doch, oder? Nicht, oder? Doch. Hier ist auf jeden Fall irgendwo... Eine Unterwasserhöhle. Ja, hier. Guckst du. Und zwar kannst du hier in der Wasserhöhle. Unterwasserhöhle meine ich. Wunderfrüchten finden. Und zwar einige Wunderfrüchte. Klopk. Aber ich suche eine bestimmte... Und zwar genau die hier. Panzerfisch, liest es sich an. Wir haben einen Panzerfisch bekommen. Unser... Was gibt dem Panzerfisch einen Namen? Du heißt Null. ist unser Wasserkapselmonster. Aber das machen wir dann alles später. Ich möchte es euch jetzt erstmal kurz bloß zeigen. Noch eine Wunderfrucht gefunden. Ist das nicht wunderbar? Um die guten Zoe mal zu zitieren. Aber darum geht es nicht. Ich schlag euch allen ins Gesicht. Na. Raus hier. Die andere... Es wird jetzt lustig mit dem Suchen. Ich weiß ungefähr, was es ist. Wir gehen erstmal wieder zurück nach Baleara. Flop! Alter, geht's noch? Oh nö. Na komm. Lasst euch alle besiegen. Warum ich gesagt habe, wir müssen uns beeilen, ist ein ganz einfacher Grund. Und zwar, ich habe jetzt nicht mehr so viel Videozeit. Und ich weiß ganz genau, dass ich ganz genau weiß, dass ich den... das letzte Kapselmonster nicht auf Anhieb finden werde. Und wenn doch, dann finde ich es lustig. Wir gehen mal unter Wasser, weil da werde ich wenigstens nicht angegriffen. Außerdem sehe ich dann eine etwas größere Spanne. Das sieht mir nach Kontinent aus und nicht nach Insel. Wo ist es denn? Ist ja gar nicht langweilig jetzt, ne? Wir suchen eine Insel. Eine
Insel mit einem Tempel auf dem großen weiten Meer mit Wildtunnel zum Wegleiser und dem Eisenbahnverkehr. Ich glaube, das hatte ich sogar schon gefunden im letzten Let's Play, aber... Hallo? Ja, Digga jetzt, ne? Hier? Nö, sagte der Felix, nicht wahr? Hier treffen wir uns dann übrigens später wieder, weil... Ah, nee. Also, mal noch ganz falsch. Lasst euch mal nicht zu sehr spoilern, liebe Freunde. Übrigens, wenn ich es nicht finde, dann werde ich schauen, also... auf einer Karte gucken. Hier? Nee, das ist zu groß. Wo bist du, mein Freund? So eine halbmondförmige Insel ist das, mitten im Meer. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo sie ist. Oh mein, jetzt habe ich mich schon gefreut. Das ist am Anfang so, oh, voll, ich bin der Halbmond aus. Na nö. Aber nö. Wo zur Hölle bin ich denn? Ach, da bin ich. Fragezeichen. Wo bin ich denn? Es müsste, sollte, könnte, hätte, kacke, pissi, rotzi, ich eigentlich Pause machen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil ich so stylisch bin und glaube, dass ich das Ding so schnell nicht finden werde hier. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und im nächsten Part sehen wir uns dann mit komplett hochgelevelten Monstern. An der Stelle, wo es den Blättergeier gibt. Und den werde ich dann vor euren Augen noch hochfüttern. Ist das okay? Wenn ich jetzt nicht auf die Schnelle finde. Was war hier? War hier was? Komm hoch. Ne, das war das Zeug. Okay. Alles klar, Freunde. Dann, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Auch wenn er mehr als stinkend langweilig war. Ja, ich fahre hier gerade blöd rum, weil ich suche... Hier ist es! Hier müssen wir nachher hin. Weil hier finden wir nämlich die 7 Dragon Balls. Aber das müsst ihr ja noch gar nicht wissen. Das sollt ihr auch noch gar nicht wissen. Wäre langweilig, ne? Auf jeden Fall... Bleib ich jetzt hier stehen und sage, das war's mit Lufia. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Daddy, euer Luneflexi.